Ja, lass uns mal über das Thema Kuxa sprechen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Was das kann, warum ich das cool finde und was ich nicht so cool dran finde, wenn du das wissen willst, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Es ist heute sehr kalt und da ist draußen am Lagerfeuer ein Kuxa einfach eine super, super Sache. Und ich habe meine drei Kuxa mitgebracht. Schauen wir es uns einmal an. Nummer 1, das ist dieses Kubilka. Billige Eigenwerbung, man sieht natürlich alles bei mir im Shop. Hunden schauen, ja. Kunststoffteil, habe ich schon einmal vorgestellt. Sehr leicht, sehr kompakt, sehr pflegeleicht. Das ist nämlich der große Vorteil dabei. Bei diesem Teil hier ist extrem pflegeleicht, taugt man total. Aber es ist halt Kunststoff. Zwar irgendwie recycelt und Holodaridio und wie man das sagt, schau es dir an. Super, aber es ist halt Kunststoff. Eine richtige Kuxa. Die hier da zum Beispiel. Aus Holz. Ich war bis jetzt immer zu faul, mir eine zu schnitzen. Vielleicht kommt das mal, ja? Vielleicht kommt das mal. Aber im Moment geht es ja so nicht aus. Und die hat hier hinten auch, da, schau her, das ist so richtig, wenn du da drüber fährst mit dem Daumen. Das ist extrem angenehm, weil das ist irgendein Knochen. Ja? Oder ein Horn von einem Rentier oder von einem Elch, so irgendwas. Die war auch relativ teuer. Und die hat auch, da mag ich nämlich gleich über den Nachteil dann sprechen, die ist defekt. Und dann habe ich mir auf Amazon so ein günstiges Teil hier geholt. Günstig, ich meine, schau es dir an. Das hat einfach nicht mehr den Flair wie das hier. Wenn man da mit dem Daumen drauf jetzt schon. Und da. Es ist ein Unterschied, es ist einfach ein Unterschied. Ich finde das großartig. Aber warum benutze ich die überhaupt so gern? Und zwar, ich habe ja auch da Tonka, Himmel, Macker und wie sie, habe ich alles vorgestellt im Shop. Aber das ist so, wenn es jetzt eiskalt ist, hat es jetzt minus 4 Grad und du sitzt am Lagerfeuer, willst dann warmen Tee trinken. Es ist einfach so. Ja? Und dich wieder aufwärmen. Und wenn man dann unterwegs war und irgendwas gesammelt hat, dann kommt man zurück und will mal was trinken. Und wenn du dir einen heißen Tee einfühlst in so ein Tatonka-Händelmarkt, die übrigens großartig sind, dann verbrennst du mal die Lippe. Geht nicht zum Trinken. Und das hier geht mit diesen Holzteilen und zum Teil auch mit dem Kunststoff nicht ganz so gut wie mit dem Holz, aber großartig, denn das setzt du an und das merkst du gar nicht. Ja? Da verbrennst du dir nicht die Pappen, die Lippen. Die Pappen, sagt man in Österreich halt so. Und das ist der große Vorteil dabei. Ich liebe die, die sind super. Aber es gibt einen Nachteil. Wenn man nämlich nicht drauf aufpasst, dann kann es passieren, und das ist bei dem Teil hier, das ist wirklich ein wunderschönes Teil, extrem bitter. Schau mal her. Siehst du den Riss hier? Da an der Stelle. Die ist mal gerissen, bis hier ganz nach unten. Das sieht man jetzt vielleicht, ja, da sieht man es jetzt, ja. Bis ganz nach unten. Das heißt, wenn ich da jetzt heißen Tee reinfülle, Wasser reinfülle, dann geht es auseinander und rinnt raus. Und das ist das, was mir dabei am Nerv geht. Das kann man bei einem Kunststoff, ja, wenn ich draufsteige, wobei die recht, diese Kubilka hier, die sind extrem, wirklich extrem haltbar, aber da kann das eher nicht passieren. Ja? Und das ist der Nachteil, das ist halt der Nachteil dabei. Macht mich ein bisschen traurig, weil ich habe die sehr gern gehabt, nämlich auch gerne am Rucksack tragen. Ja, habe sie bei den Kindern, als die Kinder noch klein waren, sind wir immer in den Wald gegangen, nach dem Kindergarten zum Beispiel, mit der Oma. Und da habe ich immer Thermoskanne den Tee mitgehabt. Und es ist jetzt hier total, ich bin jetzt hier mitten im Wald. Aber draußen, obwohl wir jetzt Sommer-, Wintersonnenwende haben, draußen scheint ein bisschen die Sonne. Und da haben wir uns immer südseitig irgendwo hingesetzt, Matten, mit einem Skianzug. Und haben halt Tee getrunken und ich habe halt immer dieses kleine Teil hier benutzt, bis es halt dann kaputt geworden ist. Und die hier ist auch nett, wie gesagt, ist auch ganz lieb von Amazon, aber die hat einfach, da fehlt das Gefühl dabei. Das ist bei dem hier einfach, wenn du die vergleichst, einfach eine ganz andere Welt, gell? Ganz eine andere Welt. Gibt auf jeden Fall den Link, da wo ich die gekauft habe. Ich glaube, das war Finnenhandwerk oder sowas. Also ich habe das selber nicht, gebe ich da den Link. Und natürlich auf Amazon, wenn du was Günstiges willst, die auch gut funktionieren. Aber es ist halt das Gefühl. Oder gebe da auch den Link in meinen Shop, wenn du an den Kunststoff interessiert bist. Ich habe das gerne an einem Karabiner auch hängen. Ist extrem leicht, extrem pflegeleicht und hat trotz alledem diese Funktionalität. Nicht, wie gesagt, nicht ganz. Die Lippe ist besser geschützt als beim Metallteil, ist ganz klar. Ja, weil es nicht so gut leitet. Aber beim Holz ist es noch einmal ein bisschen besser. Aber ich schwafle. Kubilka, coole Sache für Bushcraft.
für Wildnis, für ein Gefühl haben. Aber wenn es wirklich um Survival, wir müssen überleben, dann ist das alles ein Scheiß. Hab ich das gesagt? Ich entschuldige mich, ich wollte das nicht sagen, dieses S-Wort. Es ist nicht so gut. Dann nimmst du einen Kunststoff, irgendeinen Faltbecher, sonst irgendetwas. Da geht es dann nur um Gewicht und um Funktionalität. Aber ja, ist ein ganz anderes Thema. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst, deine Entscheidung. Schreib mir auch einen Kommentar, ob du Kuxa einsetzt, welche du hast, ob du mir einen Tipp geben kannst, wie das in der Zukunft nicht wieder passiert. Denn ich denke ernsthaft darüber nach, mir wieder eine neue zu besorgen, weil ich habe jetzt wieder ein kleines Mädchen, das langsam beginnt auch solche Dinge tun zu wollen, und ich werde mal eine neue checken. Also gib mir vielleicht einen Tipp, was ich tun kann, damit mir das nicht noch einmal passiert, dass es reißt. Schreib mal einen Kommentar, schau in meinen Shop, wenn du magst, oder auf Amazon oder sonst wohin. Das würde mich irrsinnig freuen. Abo dalassen, ein paar andere Videos. Dein Rainer Rossmann und ciao, ciao.